Der Meister von Elektroblitz fährt zu einem Kundentermin. Vor einiger Zeit hatte er für den Kunden König ein Netzwerk eingerichtet. Oh Mann, Herr König, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Schön, mit Herr Kleinmeister. Ich freue mich auch. Ja. Ich hab hier was mitgebracht. Nun möchte der Kunde, dass neue Büroräume in das bestehende Netzwerk integriert werden. Dafür muss die strukturierte Verkabelung erweitert werden. Herr König übergibt dem Meister den Grundriss der neuen Räume. Anhand des Grundrisses kann der Meister später die Kabellängen für das zu erstellende Angebot gut abschätzen. Zuerst werden die Büroräume besichtigt. Zusammen mit dem Kunden legt der Meister die Montageorte für die neuen Netzwerkdosen fest. Hier ist unser großer Server. Nachdem dies für alle Räume erfolgt ist, besichtigen Sie den Netzwerkschrank. Hier wird geprüft, ob noch genug Platz für das zusätzliche Rangierfeld, auch Patchfeld oder Verteilerfeld genannt, vorhanden ist. Nachdem alles besprochen wurde, kann der Meister das Angebot für Herrn König erstellen. Im Betrieb angekommen, erfragt der Meister bei einem Großhändler die Preise für die benötigten Materialien. Moin, Herr Meier. Was kostet das denn jetzt? Nachdem er alle Preise in Erfahrung gebracht und den Arbeitsaufwand berechnet hat, erstellt der Meister das Angebot. So, das war's. Dieses faxt er über seinen PC an den Kunden. Kann man das jetzt ja senden? Der Kunde überprüft zunächst alle Angaben. Angebot von Elektroblitz. Auf Grundlage des Angebots erstellt er eine Auftragsbestätigung und schickt diese an die Firma Elektroblitz. Oh, eine Auftragsbestätigung. Nun kann der Meister mit der Planung beginnen.